Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge eines VR-Spiels. Und zwar spielen wir heute Five Nights at Freddy's. Steht hier nirgendwo, ist mir egal. Five Nights at Freddy's VR. Pizza, ja, Pizza. Das beste Spiel, was man noch spielen kann in VR, natürlich zusammen mit dem Fabian, der einen geistigen Beileid hier, Beileid wahrscheinlich auch, aber auch geistig dabei ist, und dem Levin. Moin. Fäuste sind geballt, denn wir müssen uns gegen diese Dinger hier prügeln, die uns umbringen wollen. Wahrscheinlich. Nicht, weil wir das nicht können. Kurz, um das Spiel mal zu erklären, für Leute, die es nicht kennen, Fabian und so. Wir werden jetzt gleich bei dieser Pizzeria eine Nachtschicht einlegen. Und zwar müssen wir auf die Kameras achten, dass hier keiner einbricht, ja? War eine Lüge. Wir müssen darauf achten, dass die Dinger uns nicht töten. Sie wollen nicht fressen. Und ich glaube, es ist 12 Uhr am Anfang und wir müssen bis 6 Uhr überleben. 6 Uhr morgens. Und, genau, Fabian, du wirst mir jetzt gleich Tipps geben, wie das am besten geht, ne? Ja. Ich bin super an Tipps geben. Okay. Ja, ich würde sagen, also wir haben hier... Nein, es ist außerhalb meines Bereichs. Ich muss mich kurz umplatzieren, weil das geht sonst nicht. Ich muss das Spiel, glaube ich, nochmal neu starten. Kurzer Cut. Okay, da sind wir auch schon wieder. Wir haben leider ein paar kleine Komplikationen gehabt, aber das hat sich jetzt gelöst. Und ich muss nur noch gegen den Fortsetzen-Button kommen. Ach so. Immer einen Winkel treffen, natürlich. Gut, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei der netten Nacht 1. So, Problem ist, dass er jetzt immer sagen wird, dass hier meine Barriere ist, was nicht stimmt. So. So, Fabian, ich habe gehört, du schaust gerade. Natürlich schaue ich. Dann siehst du und Levin wahrscheinlich auch dann, dass wir hier jetzt nette Kameras haben. Ja, mit einem echt geklafften Geräusch, wenn du die wechselst. Oh ja. Und drei was ich jetzt machen muss, wovon einer gebraucht ist. Ich muss dafür darauf achten, dass ich nicht drauf gehe, aber genug Strom habe, denn hier ist mein Strom nutzen, wie du siehst. Und ich muss darauf achten, dass hier 6 Uhr ist und ich nicht sterbe. Und du hast schon fast 10% verbraucht. Es geht echt schnell weg. Er hat oft die Kameras gewechselt. Also hier bin ich, ne? Und hier sind die anderen Räume, ne? Das seht ihr ja. Und da ganz hinten sind halt diese drei Viecher, auf die ich achten muss. Okay, schön. Der läuft jetzt hier lang. Und steht jetzt hier. Okay. Dann haben wir zwei Orte, auf die wir achten, ne? Ja. Habt ihr die Sounds ja, ne? Ja. Ich bin lost. Ich bin manchmal leider ein bisschen überfordert und weiß nicht genau, wo die sind, weil hier sieht man nichts! Pass auf, das steht gleich hinter dir. Hinter mir ist bestimmt nichts. Ich würde nicht so oft das Licht an und aus machen, du hast jetzt schon wieder... Ja, aber sag mir, wo das... Oh, okay, gut. Nein, nicht gut! Okay. Uh-oh. Okay, ich kann die Tür schließen, aber das kostet mich sehr viel Strom. Ich würde dir empfehlen, das Licht auszumachen auf einer Seite. Ich würde dir auf beide Seiten empfehlen, das Licht auszumachen. Auf beiden Seiten die Türen oben. Gibt es nicht eine Kamera, die, wo man diese Viecher sieht, wie die hierher kommen? Ja, gibt genau, es. Also genau eine für diesen Gang. Okay, ja, er ist hier. Es. Dann kann ich die Tür hier zulassen. Wo ist er? Und was mit der anderen Tür? Ich bin aber zu nervös ein bisschen, deswegen, diese? Ja, also links und rechts hast du doch eine Tür. Ja, und? Okay, ist hier. Ja. Das ist gut.
Eigentlich ist es nicht gut, aber naja. Warte mal, dafür, wo bist du denn von den Kameras her? Hier. Okay. Der untere Punkt. Okay. Okay, okay. 50. 3 Uhr. Und Hälfte. Uhr. Wenn dieses Rauschen kommt, dann bewegt sich etwas. Oh. Okay, hallo. Die Tür lasse ich natürlich zu. Hier steht vor, du kommst aus sie gegen den Türbaden. Ist er jetzt zurückgegangen? Okay, ist hier. Wird das Licht nicht so oft damit ausmachen. Ja, ey! Okay. 36. Geh doch aus! Tony. Okay. Hallo? Hallo. 4 Uhr, 30%. Beide Türen zu. Nicht gut. Einer geht jetzt gleich hier zurück. Einer geht jetzt gleich zurück. Einer geht gleich zurück. Einer geht gleich zurück. Einer geht gleich zurück. Blöfft er? Er steht hier, okay. Das habe ich gesehen. Ich sehe das auch ohne Licht. Kollege, das brauchst du nicht anzumachen! Der Schatten. Ja, gut, okay. Den Schatten. Gut, cool, cool, cool. Ja, den sehe ich auch so. Blöd bin ich nicht. Und was mit dem anderen? Also der wird wohl hier ganz entweder ganz nah stehen oder er ist halt weiter weg. Nee, das gibt gar Animatronics. Er ist immer noch da. Okay. Ach komm schon! Ich hasse das! Pass auf, es gibt eine 50-50 Chance! Ist er hier? Ist er immer noch da? Ja, lass es doch zu! Nein, nein. Pass auf! Wenn ich Glück habe. Die Tür ist offen. Beide. Das Problem ist, die Controller vibrieren auch sehr stark. Das habe ich gemerkt, wo ich mit Xbox gespielt habe. Tja. Ich hab's geschafft! Oh, war das knapp! Weißt du, die Zeit geht nämlich weiter! Und wenn die mich nicht kriegen bis dahin, wenn der Strom aus ist, habe ich das auch geschafft. Alter, das war gerade so ein Glück. Oh mein Gott. Tja. Jetzt kann ich hier mein Geschenk aufmachen. Ich möchte das Geschenk nicht haben. Oh, ich habe Chips bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die essen möchte, Alter. Ist schon richtig versifft hier. Gut, also ich habe es geschafft, die erste Nacht zu überleben. Einem sehr netten Versuch, wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass ich es schaffe. Ich war schon sehr auf den Tod eingestellt, weil vor allem auch die Tür offen war noch. Also natürlich gehen alle Türen auf, wenn der Strom ausfällt, ne? Aber es war halt so, keine Ahnung. Ich dachte jetzt, die linke Tür geht auf, da stand er vorher. Dann war es das jetzt, aber ja, da hatte ich tatsächlich noch ein bisschen Glück. Ich würde sagen, das war's mit dieser ersten kleinen Folge hier, ja. Die machen wir nicht so lange, aber so eine Nacht immer pro Folge, das passt. Genau. Und die Frage ist, wer wird jetzt hier die zweite Nacht machen, ne? Also, ist halt so die Frage, wer wird das wohl machen, ne? Also, ich bin natürlich raus aus dem Job, ne? Also, ich gehe hier zur Tür, da, Excel, steht ganz groß hier, ne? Da gehe ich gleich erstmal hin. Ja, ich bestell mir eine Pizza. Also, ich kann's auch nicht, weil ich muss Pizza essen. Oh, du bestellst eine Pizza in diesem Restaurant und wirst gleich angestellt. Also ich glaube, Fabian macht die zweite Nacht. Also kannst du mal Süßigkeiten. Ich habe immer Angst, irgendwas zu essen, weil das Spiel ist extrem krank, weißt du? Also es könnte sein, dass ich irgendwie hier Menschen esse oder so. Papier isst. Naja, das ist auch schon krank eigentlich, ne? auf jeden Fall haben wir hier Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben noch einzelne Sachen, aber wir haben auf jeden Fall 1, 2 und 3 und die haben alle 5 Nächte. Also viel Spaß auf jeden Fall. 4. Vielleicht ist der 5. ein Bonus-Ding, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall viel Spaß, die zu machen. Was ist das hier? Da klicke ich vielleicht nicht drauf. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich hier drücke. Hat mich am Anfang gedacht, ich mir nur so, WTF? Was geht jetzt hier ab? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt starte. Ich glaube, das ist der 5., das 5. Teil. Oh ja, stimmt! Hat sich das gerade... Oh ja, es wurde rot. In der Vorschau. Ich glaube, das ist die 5. Nacht, da könntest du recht haben. Mhm. Weil erstmal hier gar nicht mehr Platz ist und das hier ist ja so der Hebel für die Hand. Du könntest doch in die Tombola gehen. Guck mal auf den Knopf. Tombola. Was ist das? Das ist. Klick drauf, das ist nichts.
und drücken. Was zum Fick? Jetzt kannst du Coins geben, damit du Bälle werfen kannst. Alter Junge, in so einer Atmosphäre. Ja. Ja. Tja, doch. Das ist ein Ball. Toni, guck mal nach oben. Ah! Toni, nur ein Ball. Siehst du den Stern? Siehst du den Stern oben? Welchen Stern? Der kommunistische Stern. Ach man, ich weiß nicht, was hier auch immer auf einen wartet. Ich mag das nicht. Ich will zurück. Da passiert nichts. Ich mag das Spiel nicht. Ich vertraue das Spiel nicht. Hier ist 11.43 Uhr angeblich. Also wenn etwas im Hauptmenü passiert, dann ist dieses Spiel sofort. Oh ja, oh ja. Dann ist ein ATM oder so, der da leuchtet. Ein ATM? Ja, so ein Bankautomat. Oder? Ach, keine Ahnung, was das ist. So ein Arcade-Automat. Ja, da hinten ist ein ATM. Da steht's. WTF, warum haben die Bankautomaten da? Die haben hier einen ganzen Preisladen. Da ist ein Stern. Doch eben hinten, Toni. Ah. Da ist schon wieder ein Stern. Vielleicht bedeutet das was. Toni, an dem Ding standst du doch gerade. Guck mal hinter dir. Ach, stimmt. Ich bin einfach gegenübergegangen. Kann ich an den ATM? Ja. Jetzt bin ich interessiert. Würde ich hoffen. Ja. Sieht den nicht mal. Ja, wenn ich gegen meine Wand laufe, dann komme ich da vielleicht ran. Aber leider kann ich das noch nicht. Guck so, den anderen Knopf. Showtime. Wieso ist der gelb? Ich würde sagen, das war's mit dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet sehr gut das Video und ich würde sagen, ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao!